Hallo und wieder recht herzlich willkommen zu Angezockt UFC 2. Und heute spielen wir wieder einen Kampf. Aber ich hoffe, er geht diesmal nicht so lang. Aber diesmal hier mal die Weibchen. Weil. Darum halt. So. Bentergewicht gibt's und Strohgewicht. Mehr gibt's da nicht, ne? Ja. So, gucken wir mal, Bentergewicht, wie der aussieht. Sarah Kaufman. Sarah McMahon. Lauren Murphy. Amanda Nunes. Joanna Pina. Ich kenne die alle nicht. Ja, das ist ja, glaube ich, die Weltmeisterin. Wanda Wuxi. Ich nehme die einfach mal so. Gegen. Gegen. Wir nehmen natürlich die Schwächste von allen, ne? Weil wir wollen ja gewinnen. Ich mache das jetzt einfach so. Ich könnte jetzt natürlich auch die Schwerste nehmen. Also ich könnte jetzt gegen dieselbe Nummer kämpfen. Was ich irgendwie nicht nachvollziehen kann. Warum das überhaupt geht. Wo ist er? Hallo? Da. Ich könnte jetzt gegen mich selber kämpfen. Das macht irgendwie gar keinen Sinn. Warum geht sowas? Naja. Egal. So. Die sind ja alle nicht so von schlechten Eltern, ja, muss man ja mal sagen, ne? Also. Und denen will ich auch keine aufs Maul haben. Definitiv nicht. Das macht auch Autsch. Ja, die haben schon ordentliche Werte, muss man mal so sagen. Wir nehmen jetzt mal hier, ich glaube, wir nehmen Leslie Smith. Und haut mal rein. Hosen. Okay, die hat ein paar mehr. Der hier. Heim. Gast. Heim. Ach, Universal. Land. Und Champion. Aha. Nehmen wir die Champion-Hose. Und sie. Achso, sie ist Universal und auch Champion. Okay. Dann nehmen wir auch mal die Champion-Hose. So, machen wie immer 5 Runden. Wie vorhin auch. Und nehmen heute mal. Wir nehmen mal das United Center. Ja, ich spiele auf leicht, gewiss. Aber was soll's. So, meine Ladezeiten sind, ja, ich sag mal human. Im Vorgänger war es bedeutend länger, aber es waren halt auch Ladezeiten da. Hauptkampf des Abends zwischen Ronda Rowdy Rousey und Leslie the Peacemaker Smith. Leslie Smith, sie kommt jetzt zu uns ins Oktagon. Sie gehört in ihrer Gewichtsklasse auf jeden Fall zur absoluten Elite. Und das hat. Ja. Mal gucken, wie kommt Champion rein? Vielleicht gibt es sogar keine bekanntere Sportlerin in der Welt als sie. Eine sensationelle Athletin und ein echtes Vorbild. Ja, sie schreibt Bücher, sie schauspielert, sie modelt und sie ist vor allem eine fantastische Kämpferin. Was für ein Multitalent. Model? Werfen wir einen Blick auf die Daten der beiden Kämpferinnen in diesem Bantamgewichtsfight. Okay, meine ist kleiner, aber jünger. Ladies and gentlemen. Ja, ist okay. You ready? You ready? Los geht's. Gut ausgewichen. Da ist die Kombination. Flatsch, 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 Flatsch. Geht auch nicht ein auf den Kasten. Ja, hervorragende Angriffe. Oh, der ging voll zum Kopf. Wow. Die ist gar nicht mal schlecht. Gutes Timing. Ja, der Round. Eieiei. Am Kopf.
Ja, schöner Ticker. Ich kann das auch. Jetzt ist sie in der besseren Position. Nein. Das ist sweep. Jetzt ist sie in der Mauer. Oh, ein starker Kick. Helfer mit der Oberhand. Ja, sie bringt eine Kombination. Alter. Komm her. Komm her. Jetzt komm doch mal her. Alter. Alter. Hörst du auf? Fuck. Die lässt mich nicht. Sie nimmt den Oberkörper hoch. So. Nein, Alter. Oh ja, gute Kontrolle von der Seite. Was denn jetzt? Ah, Submission. Ja, ist doch gut. Boah, Alter, ist das nervig. Smith geht hier auf den Choke. Hast du dir gedacht? Kommt aus dem Choke. Nix da. Ach, jetzt geht hier die North-South. Oh ja, jetzt setzt sie hier richtig zu. So. Und auch diesmal kommt sie wieder hoch. Versucht Alter. Zum Kopf und kommt durch. Die geht auf den Körper. Schöne Gerade. Alter. Ja, starker Schöner Schlagabtausch. Ja, schwere Mann, ist die hässlich. Also jetzt zumindest. Hast du was im Gesicht? 40 Sekunden in dieser Runde. Schöner Oberhand. Da ist der Kopftreffer. Nein! Sie holt sich noch einen Takedown. Rousey geht zurück in die Full Guard. Und wieder kämpft sie sich auf die Beine. Toller Treffer mit dem Punch. Alter! Die erste Runde ist beendet. Wow. Okay. Na, ich klicke das immer weiter, weil... Die zweite Runde beginnt. Schön ausgewichen. Wow! Kick zum Kopf. Gute Technik. Oh, die rechte Sitz. Schöne Angriffsserie. Komm her. Oh, oh, da hat sie Glück, dass der Kick dann nicht geht. Alter. Kommst du jetzt her? Das gibt's doch nicht. So einen Takedown muss sie besser vorbereiten. Ah, oh, diese Prellung am Oberkörper sieht. Oh, schön. Na, mach doch mal. Das ist halt ziemlich träge, ja. Das war ja der Vorgänger schon. Das gibt's doch nicht. Sie verpasst ja eine Gerade zum Kopf. Leslie Smith bewegt ihren Kopf hier hervorragend. Ja, so hat sie heute Abend schon eine Menge Treffer vermieden. Smith wird geblockt. Der Haken kommt nicht. Nein, nein! Und da ist der Single-Leg-Takedown. Und sie steht wieder. Steht doch mal auf. So geht das. Sie trifft mit der rechten. Mann! Der Roundhouse Kick schlägt ein. Ja, das sind klasse Alter. Treffer, die sie hier landet. Sie macht es ihrer Gegnerin wirklich enorm schwer. Oh ja, klar. Boah. Du Alte. Oh ja, da war der Kick. Mann. Herrliche Gerade. Die weichte Maus, die Alte. Boah, der Kick tut weh. Sie landet auf der Matte. Ich drück doch schon hier. Also, ja, nicht drücken, sondern... Perfekte Linke. So.
Treffer mit dem Haken. Ja, ja. Alter. Schöne Treffer. Ja, Kick zum Kopf. Und ah. Das gibt's doch nicht. So, die letzte Minute. Ach, das ist doch nicht die Möglichkeit, oder? Da könnte definitiv was gebrochen sein. Sie geht wieder auf den Takedown und schafft ihn auch. Und auch diesmal kommt sie wieder hoch. Steht doch mal auf. Boah, Alter, das ist nervig. Gezielter Haken zum Körper. Och, Alter. Klasse Kopftreffer mit dieser Gabe. 10 Sekunden noch. Och. Treffer, fahren. Und das ist das Ende der Runde. Alter, das ist ja noch schwieriger als mit den Kerlen, ne? Boah, Alter, voll in die Fresse. Alter, die sehen beide nicht so hübsch aus, ne? Also nicht mehr. Wobei, Wanda geht ja immer noch, aber die Smith. Guck mal, wie die aussieht, Alter. Alter Vater. Ja, Runde 3 kommt. Ariane Celeste geht. Naja, Tittenbonus. Na gut, den gibt's jetzt hier sowieso, ne? So oder so. Wir kommen in die dritte Runde dieses Titelkampfes. Wir haben in der letzten Runde. Das gibt's doch nicht! Gute Ansätze gesehen. So kann es weitergehen. Von mir aus gern. Wir haben gezeigt, was sie können und darauf sollten sie aufbauen. Super. Wow, schöner Kick zum Kopf. Ja. Toller Kniestoß zum Körper. Na? Die bringt ihn gerade. Oh, wow, was für ein... Steh auf! Was für eine linke Klasse. Großartig gemacht. Und zack. Jetzt hat sie es in die Full Mount geschafft. Oh, heftiges Ground and Pound. Zack. Ja, schöne Bewegung da von ihr auf dem Boden. Sie trifft mit der linken. Nun steh mal auf. Kann ich. Ich kann nicht aufstehen. Was ist das denn? Hier, ich drück. Ich. Guck hier. Was ist das denn? Darf ich jetzt mal aufstehen? Ja, dankeschön. Leslie Smith lässt hier auf dem Boden so gut wie keine Treffer zu. Das ist schon beeindruckend, wie gut sie sich heute Abend auch auf dem Rücken verteidigt. Wieso steckt die so viel ein? Ey, das gibt's doch nicht. Schöne gerade Kopftreffer. Aua. Können wir gar nichts machen. Da ist die Hafgar. Mann, der Cut wird schlimmer, das sieht übel aus. Da. Geh mal in die Halfguard, komm. Starke Befreiung aus der Fullmount. Nein. Nee, lass mich nicht durch. So. Die ist wieder in der Fullguard. Oh ja, schöner Schlag vom Kopf. Ja, da war die Hammerfist. So. Nein, den Pass schafft sie nicht. Ich will hoch. Lass mich hoch. Noch 45 Sekunden in dieser Runde. Ah. Und wieder kämpft sie sich auf die Beine. Alter. Oh ja, guter Treffer, da war der Punch. Nein. Alter, ich bin voll im Arsch. Aus der Halfguard. Und komm schon. Noch 10 Sekunden. Ja, gute Linke. Das war die dritte. Alter. In diesem Titelkampf. Boah, die sehen beide scheiße aus. Alter. Boah.
Alter Vater. Hat mich aber auch umgehauen, ey. Alter Vater. Guck mal. Hui. War ja voll auf die 12. Ja, okay. Sieht scheiße aus. Ich auch. Passt. Das ist die vierte Runde in diesem Kampf über 5x5 Minuten. Tja. Oh ja, was für ein Uppercut. Schöner Kopftreffer. Wieso hat die immer noch so viel Energie? Das gibt's doch nicht. Die linke kommt an. Oh, schöner Kick zum Kopf. Alter. Und jetzt wollen es beide. Roundhouse Kick genau an den Kopf. Und noch ein klasse Kick. Oh ja, der Kick. Ja, Treffer, da kam der linke Punch. Leslie Smith ist hier ganz. Das gibt's doch nicht. Sie kontrolliert den Kampf und ist immer noch topfit. Mann. Wieder ein klasse Kick. Oh Mann, inzwischen sind ey, wieso? Ziemlich heftig zugesprungen. Ja, ihre Augen sind ziemlich im Arsch. Stimmt allerdings. Schöner Kopftreffer mit der Geraden. Schön die Overhand eingesetzt. Treffer zum Kopf. Mann. Inside Leg Kick. Gut gemacht. Klasse Kick. Alter. Schön. Wieder ein toller Kick. Nein. Nein. Roundhouse Kick, aber daneben. Ja, ja, der Roundhouse Kick erwischt sie am Kopf. Oh, guter Kick, guter Kick Alter. Zum Körper. Sauberer Overhand. Die blockt die alte Sau. Gute Idee, aber der Takedown ist weg. Alter. Da kommt der Kick, kein Treffer. Mhm. Und da ist der Übergang zur Tight Hitch. Lass mich doch mal was machen. Hartes Knie zum Körper, das tut richtig weh. Die lässt mich überhaupt nicht mal irgendwas machen. Wahnsinn, starke Rechte. Steh auf, hallo. Kann ich aufstehen? Oh, Alter, endlich. Oh, ein Kick mit aller Gewalt. Boah. Nein, der Roundhouse-Kick kommt nicht. Oh. Ja, sie blockt den Leg Kick. Okay, ich hab R1 gedrückt halt, warum auch immer. Ja, der Jab kommt. Ihre Augenbraue sieht schlimm aus. Das gibt's doch nicht, Alter. Hallo? Ich drücke. Ich glaube, ich bin tot. Kurz vor dem Ende der Runde noch mal alles aus sich rausgeholt und diesen unglaublichen Alter, ich habe auf einfach gespielt, ja, wohlgemerkt, ne? Mit Sicherheit nicht mehr gerechnet. Alter. Das ist ja übelst. Hier kommt die Wiederholung. Na, guck mal, volle Möhre. Ah, ja, voll drauf. Wie heftig dieser Kick war. Alter. Na, die nochmal draufgerotzt. Ich war ja nicht schon halb tot. Bruce Buffer verkündet jetzt das offizielle Ergebnis. Wir sehen beide scheiße aus, ne? Also, die hat aber ordentlich abgekriegt ins Auge, ne? Ordentliche Platzwunden. Ja. Heute Abend den Sieg durch K.O. Ich hab voll verloren. Aber volle Lotte. Alter. Boah. Alter. Ey, das. Alter. Ich hab's ja versucht irgendwie noch zu resten, aber das hat ja keine Energie abgezogen, ne? Und das Lustige ist, wie man jetzt hier sieht, wenn ich wieder neu mache. So, das war hier, da.
Ich mache jetzt einfach mal Start. Hier, bumm, bumm. Hier, es ist Anfänger. Ja. Und das hat mich gerade echt verwundert. Sehr verwundert sogar. Also es ist schon sehr seltsam. Aber gibt es irgendwie sowas wie Quidditch? Gibt mir nur Euler. Klasse. Ja, sehr gut. Aber sowas gibt es leider nicht. Schade. Ah, hier. Ja, gut. Ja, im Groben und Ganzen muss ich sagen, es ist im Prinzip wie der erste Teil, außer dass jetzt dieses Ultimate Team hinzugekommen ist. Aber ansonsten ist es, ja, 1 zu 1. Grafikmäßig sieht genauso aus. Steuerung haben sie ein bisschen überarbeitet. Wobei ich sagen muss, daran muss man sich wirklich erst gewöhnen. Für die, den ersten Teil nicht gespielt haben, es ist immer noch so, es ist auch sehr träge, was die Bewegungen angeht. Das sieht man, hat man vielleicht mehr oder weniger gesehen. Das Ganze gibt es nur für die PS4 und die Xbox One, also nicht für den PC. Wäre, denke ich mal, auch schlecht umsetzbar an der Tastatur. Daher, ja. Und die Links dazu packe ich natürlich unten rein. In die Videobeschreibung, falls ihr das kaufen möchtet. Ihr bezahlt da nicht mehr oder so. Ich krieg dann nur einen prozentualen Anteil davon, von den Amazon-Verkäufen. Aber ansonsten habe ich da nichts davon. Und das Geld davon fließt natürlich in Equipment, Spiele oder was auch immer ein. Aber nun gut, das soll es gewesen sein. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch einen Daumen da. Würde ich mich wirklich sehr freuen. Und wenn du nichts mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch diesen Kanal oder auch den anderen Kanal, wo es unter anderem auch Game News gibt oder Reviews. In diesem Sinne war's das von heute für mich und ich bin raus. Tschüss.